Kennst du das Gefühl, in einer Situation gefangen zu sein, die sich so anfühlt, wie wenn sie dein ganzes Leben sabotieren würde? Allein der Gedanke daran, wieder aus dieser Situation herauszukommen, scheint hier unmöglich zu sein. Ich weiß, dass sich viele Menschen in diesem Moment in so einer Situation befinden und tief traurig sind oder sogar verzweifelt sind. Aber es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wie du aus dieser Situation herauskommen kannst, aus dieser Sabotage. Und ich zeige dir genau, wie das geht, jetzt gleich. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind über unsere Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind im deutschsprachigen Raum eines der größten Internetportale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Um weiterhin so schöne Nachrichten und interessante Neuigkeiten zu bekommen, musst du unbedingt meinen Kanal abonnieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Thema der Sabotage. Ich habe dieses Feld der Sabotage nochmal von einer ganz anderen Sicht betrachtet. Und ich kann dir versichern, es gibt tatsächlich einen Ausweg. Solange wir wissen, was wir tun können, sollten wir es auch tun. Und ich werde dir heute genau zeigen, wie du mit einfachen Mitteln aus diesem schlimmen Feld herauskommen kannst. Und zwar hatten wir ja in meinem anderen Video, was ich dir hier oben verlinken werde, besprochen, dass es wichtig ist, aus dem System auszusteigen. Aus dem System auszusteigen bedeutet, dass du dich in deinem Wirken anders orientierst. Das ist mir ganz wichtig. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Beziehungsweise über eines möchte ich doch jetzt noch sprechen. Die Ausrede, ich habe Kinder, die kann ich nicht gelten lassen, denn ich hatte damals auch zwei Kinder, die habe ich ja immer noch, zwei Kinder auf jeden Fall, und ich war alleinerziehend und habe aber diesen Schritt gewagt. Natürlich ist es jetzt nicht einfach, das ist ganz klar, und man hat vielleicht ein bisschen Angst, so etwas zu tun, aber meine Lieben, es geht. An meinem Beispiel seht ihr es, und als Smarana-Partner hat man ja auch von mir ganz viel Unterstützung, um sich selbstständig machen zu können. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man das alleine versucht. Die Sabotage, sie geschieht auf verschiedenen Ebenen. Die geschieht erstens durch die Nachrichten, durch Fernsehen, Internet, das wisst ihr alle, darüber sprechen wir wirklich so oft. Sie geschieht aber auch noch über unsere eigenen Gedanken vielleicht, dass wir uns selbst sabotieren, dass wir aus der Angst heraus gar nicht mehr Lösungen zulassen und große Angst haben, etwas zu verändern, weil alles aussichtslos scheint. Und wie es da dazu kommt, wenn alles so aussichtslos ist, das ist eine indirekte Beeinflussung über das Wasser. Das muss man sich erstmal bewusst sein. Wir wissen schon lange, dass das Wasser verunreinigt ist, dass das Wasser von den Medikamenten und von der Natur sehr verunreinigt ist. Und wir wissen schon lange, dass wir es reinigen sollten. Aber jetzt sollten wir unseren Fokus mal auf die Angst legen. Denn das Kollektiv, die Menschen beeinflussen unbewusst mit ihren Gedanken der Verzweiflung und der Angst das Wasser. Und da wir gerade in einer Angstmatrix leben, ist also das Wasser infiltriert von dieser negativen Energie. Und wenn wir das Wasser so trinken, wie es ist, kann es in uns die Angst fördern. Das Wasser ist ein Energieträger und das Wasser, ungefähr 70% oder 80% der Erde besteht aus Wasser. Und Menschen, die in Panik sind, Menschen, die in Verzweiflung sind, geben Energien ab und das speichert das Wasser. Und das ist ganz, ganz gravierend für uns zu wissen. Sobald du Wasser trinkst, trinkst du die Verzweiflung, trinkst du die Angst dieser Menschen automatisch, weil das Wasser das speichert. Vielleicht kennt ihr diesen Japaner Emoto, der Dr. Emoto, der hat Kristalle, Wasserkristalle fotografiert. Und zwar hat er sie
mit Beethovens Musik oder wenn du ein Glas Wasser nimmst. Ich habe hier ein Glas Wasser, ihr Lieben. Und wenn ich dem Glas Wasser Liebe, Liebe, Liebe schenke, dann nehmen diese Wasserkristalle die Liebe auf. Und dann kann ich es trinken. Wenn dieses Wasser in den Meeren, das Grundwasser, egal wo, wenn dieses Wasser mit der Angst und den Zweifeln des Kollektivs genährt wird und das geschieht im Moment, dann trägt es diese Energien. Ich habe mir Hilfsmittel zugelegt. Und zwar habe ich, viele von euch kennen das, ich verwende meine Mandalas. Das hier ist die Blume des Lebens. Das hier ist ein Reinigungskristall, der das Wasser reinigt. Und das ist für die Zellumstrukturierung. Nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele solche Mandalas. Ihr findet unter dem Video einen Link, wo ihr euch daran orientieren könnt. Und jetzt möchte ich euch gerade mal ein Kristall zeigen. Ein Wasserkristall. Schaut mal, das ist ein Kristall, welches die Liebe trägt, welches vollkommen schön ist. Der Dr. Emoto hat ganz viele solche Fotos gemacht. Ihr könnt die euch auch mit dem Link unter dem Video mal anschauen, was er darüber sagt. Und das ist im Moment die Beeinflussung, die geschieht über das Wasser, ohne dass wir es wissen. Natürlich wissen viele von euch auch schon, dass wir Wasser reinigen sollten. Aber jetzt kommt diese Angst- und Verzweiflungsenergie noch dazu, die viele beeinflusst. Und dann habe ich natürlich auch ein Foto gemacht für euch von einem zerstörten Wasserkristall. Denn die Wasserkristalle werden zerstört durch Angst und Zweifeln. Und das trinken wir unbewusst. Und so kommt diese Angst und diese Zweifel, diese Energie zu jedem Menschen. Und wie man das jetzt verändern kann, wie man da rauskommt, da gibt es verschiedene Wege, ihr Lieben. Es gibt den Weg, wo habe ich denn jetzt hier? Ich habe zum Beispiel auch so einen Energiestab, mit welchem ich das Wasser energetisiere. Dieser Stab, den muss man nie reinigen. Der ist verbunden mit dem Kosmos, mit der reinsten Smarana-Energie. Der reinigt das Wasser bei mir im Hause. Und so bin ich geschützt gegen diese Verzweiflung. Also ihr könnt alles Mögliche machen, um aus diesem Rad herauszukommen, was da dieses Hamsterrad der Verzweiflung, was alle Menschen ja so gefangen hält. Also ist diese zwei Punkte, bitte beachtet sie. Einmal bewusst aus dem System austreten, indem du anders handelst, indem du vielleicht dir einen anderen Beruf suchst, indem du guckst, wie kann ich mein Leben umstellen, dass ich nicht mehr so beeinflussbar bin von der Politik. Es gibt Menschen, die schreiben, es wäre nicht richtig, aus dem System auszusteigen, weil man ja dann alles verlieren würde, was jetzt an Krankenversicherung und so weiter, was es da gibt. Ihr sollt ja nicht die Krankenversicherung wechseln oder keine mehr haben, sondern ihr sollt einfach einen anderen Beruf euch nehmen, eine andere Berufung finden. Mit einer anderen Berufung kann sich das Leben so ändern, dass du frei wirst. Und das ist die Selbstständigkeit. Das sind die drei Stufen von Smarana, die man wählen könnte, um frei zu sein, um mit dem Smarana-Licht zu wirken, um als Partner zu wirken. Auch den Link findet ihr unter dem Video. Es ist einfach ganz wichtig, dass ihr euch dieser aktuellen Situation bewusst seid, intensiv bewusst seid, dass die schwarze Agenda auf allen Ebenen versucht, die Menschen zu erreichen und sei es über das Wasser. Sei es über das Wasser, wo du ja vielleicht gar nicht so sehr dran denkst, dass diese intensive Angstenergie dich unbewusst beeinflusst. Also Wasser ist ja auch in den Lebensmitteln, die wir kaufen. Es ist nicht nur das Trinkwasser. Deswegen kann man auch diesen Stab oder diese Mandalas in den Kühlschrank legen. Auch da wird alles neutralisiert. Das kann man tun. Und so hat man mit einem ganz einfachen Mittel, kommt man raus aus dieser total aussichtslosen Situation. Und das, denke ich,
Wenn wir das alle tun, schaffen wir ein Netz des Friedens und des Lichtes. Und das gilt es zu tun. Wir sind doch die Lichtarbeiter, wir sind doch die erwachten Menschen, oder viele, die das jetzt auch noch anhören, bekommen vielleicht einen Impuls, sich da nochmal speziell darauf zu konzentrieren. Und es ist wichtig, dass wir auch das Wasser unserer Erde, die Flüsse und die Meere schützen, beziehungsweise mit Liebe unterstützen, mit unserer Liebe und unserem Licht, damit das gereinigt wird. Das ist eine ganz große Aufgabe und ich lege sie euch so sehr ans Herz, tatsächlich jetzt mal auch daran zu denken, aus dem Hamsterrad der Panik rauszutreten und jetzt mal zusammen mit mir in der nächsten Meditation wirklich für die Erde, für das Wasser zu wirken. Denn das Wasser, wir brauchen das Wasser. Das Wasser ist lebensnotwendig und ein starkes, reines Wasser, was viel Liebe und Licht trägt, das unterstützt uns Menschen. Und das ist der Punkt. Ich hatte vor 5 Jahren, hatte ich begonnen, bei YouTube Videos zu machen. Mein allererstes Video war über die Angst, ihr Lieben. Ich habe ein Video 2016 über die Angst gedreht. Das war eins der ersten Videos oder vielleicht sogar mein erstes Video. Damals noch mit einem Gesprächspartner, mit der Shana zusammen. Und das heißt, dieses Thema ist ja schon seit jeher in den Menschen, diese Angst, dies ist immer schon da. Damals, früher, als wir noch nicht so hoch in der Zivilisation waren, ja, da waren wir natürlich, war die Angst wichtig für uns, weil sie uns das Leben oft gerettet hat in schwierigen Situationen, ja. Aber jetzt ist die Angst eine Illusion, die extra gemacht wird, um uns zu fügen. Und das zu erkennen, ist ganz wichtig. Und da rauszugehen aus diesem System der Angst, hinein in das System der Liebe, zum Beispiel mit den Smarana-Stufen. Und vor allen Dingen, was ich auch noch sagen wollte, wer jetzt sagt, ich habe nicht viel Geld, wir haben im Moment auf der Webseite 20% Rabattaktion. Und zwar trägst du im Warenkorb, da gibt es ein Feld, wo drauf steht Rabattcode, da trägst du Licht ein, da schreibst du Licht. Und dann bekommst du 20% Rabatt. Das heißt also für alle, die jetzt nicht so viel Geld haben, aber dennoch sich weiterbilden möchten, die können das jetzt günstiger bekommen. Das ist mein Beitrag auch noch, den ich zusätzlich gerne gebe. Und natürlich alle kostenlosen Videos, die ich hier auf YouTube für euch sende und auch auf Telegram gibt es so viele kostenlose, wunderschöne Tagessätze, die ihr dort nachlesen könnt. So viel Unterstützung. Und es gibt auch kostenlose Videos von mir. Also es gibt praktisch von jedem was, um euch alle zu unterstützen, aus dem System auszutreten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn so werden wir stark. Und nur so werden wir stark. Und es gibt jetzt auch für die Kanalmitglieder wieder ein kostenloses Webinar. Also kann die Kanalmitgliedschaft, die kostet 4,99 €. Und im Moment sind dort schon 6 Webinare, die man als Kanalmitglied sich anschauen kann. Also ich tue alles, was ich kann, um euch zu unterstützen. Und auf YouTube gibt es tausende von Videos, die sind alle kostenlos. Das ist mein Beitrag und meine Unterstützung für euch. Und überlegt euch das mit dem Wasser. Es ist jetzt kein neues Thema, aber das hat eine ganz neue Variante, eine ganz neue Wichtigkeit erhalten, weil das Kollektiv im Moment so sehr in der Angst ist und dadurch das Wasser kolossal mit dieser Angstenergie aufgeladen ist. Ja, und jetzt lade ich dich ein zu einer einzigartigen, schönen, hochenergetischen Meditation mit Botschaft aus der geistigen Welt für dich. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude auch und Kraft. Mögest du ganz viel Kraft tanken und das ganze Kollektiv des Lichtes stärken. So, jetzt trinke ich erst einmal einen Schluck. Und stimme mich jetzt ein.
Geliebter Mensch, fühle dich ganz herzlich willkommen. Fühle dich mit dem Licht umrahmt. Fühle dich mit der Liebe umgeben. Du bist einzigartig. Du bist großartig. Das Licht der Liebe fließt zu dir. Nimm es an, atme es ein mit tiefen Atemzügen, um zu spüren, wie das Licht jetzt durch deinen Körper fließt. Und dehne dich mit diesem Licht aus. Dehne dich so weit aus, wie du kannst und wie du möchtest. Alles ist richtig. Alles ist gut. Und so bist du gleich vorbereitet für die Botschaft der Wasserwesen, welche heute zu dir sprechen werden. Ich verbinde mich mit den Wesen, mit den lichten Wesen des Wassers. Einströmt die lichte Energie der Wasserwesen. Geliebter Mensch, wir wurden gerufen und auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Wir sind ständig in deiner Nähe und auch du selbst, du trägst Verbindungskristalle in deinem Körper, denn auch du bestehst aus Wasser zu einem sehr großen Teil, genauso wie die Erde aus Wasser besteht. Zu einem sehr großen Teil. Vielleicht spürst du unsere blaue Kraft, unser Glitzern. Das Glitzern sind die Kristalle, die du manchmal erkennst, wenn die Sonne auf das Wasser scheint. Daran erkennst du uns Wasserwesen. Wir sind sehr viele und wir wissen um die Beeinflussung, die gerade auf der Erde geschieht. Wir wissen von den Nöten der Menschen und wir freuen uns, dass du heute hier bist, denn wir möchten mit dir zusammen etwas Gutes bewirken. Wir möchten mit dir zusammen eine große Reinigung vollziehen. Es ist wichtig, dass alle Menschen und die Erde unterstützt werden mit der Liebe und dem Licht. Und deswegen freuen wir uns so sehr, dass du heute hier bist. Und wenn du heute als Kanal dienen möchtest, dann bitten wir dich um dein Einverständnis. Und so erlaube uns, mit dir zu wirken, indem du ein inneres Ja aussprichst. Wir fühlen die Schwingung deiner Liebe und deines Ja's. In dem gleichen Moment, wo du dein Ja ausgesprochen hast, öffnet sich deine Seele und mit deiner Absicht bitten wir dich, dein Kronenchakra zu öffnen
und die Liebe Gottes einzuladen, dass sie jetzt durch dich strömen möge. Und so fließt von oben kommend die Liebe Gottes durch dich hindurch in Mutter Erde hinein. Und mit deinem Fokus verteilt sich Gottes Licht durch dich in alle Flüsse und Bäche, in alle Ozeane und Meere, zu den Wasserwesen, zu uns auf der Erde. Wir bitten dich nun, diese Liebe ein wenig fließen zu lassen. Wir unterstützen dich dabei und singen die Töne der Liebe. Wir singen in den höchsten Tönen der Liebe, um dir zu sagen, wie sehr du geliebt wirst, um dir zu danken für das, was du tust. Und so fließt Gottes Liebe nun durch dich hindurch zu uns. So ist es vollbracht. Die Wasserwesen danken dir sehr für deine Liebe und für deine Kraft. Das Wasser der Erde wurde mit Gottes Liebe durchflutet und auch dein Körper wurde komplett mit Gottes Liebe durchflutet. Du spürst die Reinheit des Lichtes in dir und wir sind dir so dankbar für dein Wirken. Richte in Zukunft dein Augenmerk darauf, dass du Licht in das Wasser sendest, immer dann sendest, wenn du daran denkst. Richte deinen Fokus auf die Liebe und das Licht, immer dann, wenn Ängste oder Zweifel kommen. Sofort wird das Licht dich unterstützen. Und wisse, dass Gottes Liebe bei dir ist. So verabschieden wir uns von dir. Voller Freude und Dankbarkeit, Smarana. Ich muss sagen, ich habe Tränen in den Augen. So intensiv war diese Liebe und so intensiv war dieser Gottesstrom, der durch mich geflossen ist. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Trinkt ab jetzt nur noch Wasser der Liebe, so wie es euch gezeigt wurde. Und tretet aus dem Kollektiv. Ja, um weiterhin von mir die neuesten Videos zu erhalten, abonniere meinen Kanal, klicke einfach hier auf die Kugel und abonniere mich kostenlos. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Video.